Genau. Ich will mal schauen, ob ich das noch kann. 3 Monate lang nicht mehr gepredigt. Am besten bete ich erstmal, dass Gott mir hilft. Heiliger Geist, wir haben vorhin gerade schon gesagt, du bist der zur Hilfe herbeigerufene. Und ich bete, Geist Gottes, dass alles, was du in mich hineingelegt hast und wo du mich gelehrt hast und was du zu mir gesagt hast, ja, das möchte ich heute Morgen weitergeben, aber nur das, was du möchtest, dass ich sage. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du mich unterstützt, dass du mir hilfst, dass ich einfach genau das sage, was jeder Einzelne braucht. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du auch jedem Einzelnen hilfst, so das aufzunehmen, was er heute Morgen in seinem Herzen braucht. Und ich bete, dass dein Wort heute Morgen in unserem Leben lebendig wird. Und ich bete, Herr, dass wir Dinge verstehen in unserem Verstand, aber vor allen Dingen ergreifen in unserem Herzen, mit unserem ganzen Sein und verändert von heute Morgen hier rausgehen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ja, mein Thema heute Morgen ist, wir beschäftigen uns ja zurzeit mit dem Reich Gottes, wie kann man das Reich der Himmel an sich reißen? Ja. Und da gibt es eine Bibelstelle, Matthäus 11, Vers 12, die wollen wir jetzt mal in verschiedenen Übersetzungen lesen. In einem Kommentar steht drin, das ist mal wieder so eine von den schwierigen Stellen, die schwer zu verstehen sind. Und das wollen wir jetzt halt machen. Wenn du eine Bibel mit dabei hast, hol sie raus. Wenn du ein Smartphone mit dabei hast, dann hol das raus. Flugmodus an und dann, naja, dann kann man nicht mehr ins Internet. Gut. Wir wollen jetzt den ersten Teil so ein bisschen Bibelarbeit machen, ein bisschen studieren, ein bisschen die Tiefe graben. Und im zweiten Teil wird es dann etwas praktischer. Genau. Matthäus 11, Vers 12. Aber von den Tagen des Johannes an bis jetzt wird dem Reich der Himmel Gewalt angetan. Und Gewalttuende reißen es an sich. Was soll das bedeuten? Wir lesen eine andere Übersetzung von Luther. Aber von den Tagen Johannes des Täufers bis heute leidet das Himmelreich Gewalt und die Gewalttätigen reißen es an sich. Nicht so viel anders, ein paar andere Wörter. Wenn du eine Bibelstelle verstehen möchtest, ist es gut, einfach verschiedene Übersetzungen parallel zu lesen. Wir probieren es mit einer nächsten Übersetzung mit der Schlachter. Aber von den Tagen Johannes des Täufers an bis jetzt leidet das Reich der Himmel Gewalt und die, welche Gewalt anwenden, reißen es an sich. Neue Genfer Übersetzung. In der Zeit, also wer Rechtschreibfehler findet, darf sie heute mit nach Hause nehmen, umsonst. In der Zeit, als Johannes der Täufer auftrat, bis zum heutigen Tag, bricht sich das Himmelreich mit Gewalt Bahn und Menschen versuchen mit aller Gewalt, es an sich zu reißen. Das sind so die Bibeltexte von Matthäus. Wir schauen noch in eine Parallelstelle rein, in Lukas Evangelium. Das Gesetz und die Propheten gehen bis auf Johannes. Von da an wird die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigt und jeder dringt mit Gewalt hinein. Die Zeit des Gesetzes und die Propheten ist mit Johannes zu Ende gegangen. Seitdem wird die Botschaft vom Reich Gottes verkündet und jeder versucht, mit aller Gewalt hineinzukommen. So, das sind die Stellen, mit denen wir uns heute ein bisschen beschäftigen wollen. Was ganz interessant ist auf jeden Fall, oder was richtig leicht rauszulesen ist, bis Johannes der Täufer, oder bis zum Ende seines Dienstes, da war eine gewisse Zeit, und dann beginnt etwas Neues. Bis dahin wurde immer prophezeit von dem kommenden Reich Gottes und dann kommt plötzlich Johannes der Täufer und er predigt dem israelischen Volk, das Reich Gottes ist jetzt nahe gekommen. Tu Buße, kehr um, es ist jetzt da. So, das heißt, über Jahrtausende von Jahren ist im Alten Testament immer wieder Prophezeiungen über, es kommt eine Zeit des Reiches Gottes. Es wird eine wunderbare Zeit sein, eine herrliche Zeit. Der Messias wird kommen, Leid wird aufhören, seine Kraft wird sich erweisen, seine Herrschaft wird aufgerichtet. Aber es war immer nur in der Zukunft. Und dann ist Jesus da und er sagt eben genau das, hey, das war bis Johannes der Täufer. Und mit ihm hat es angefangen, das Reich ist jetzt da. Deswegen, tu Buße, kehr um, das Reich Gottes ist da. Die Schwierigkeit, die wir aber trotzdem haben, ist, mit diesen Wörtern, mit Gewalt, Gewalt antun, Gewalt leiden, mit Gewalt an sich reißen, ist doch schwierig, oder?
zumindest ein paar Frauen nicken. Danke für eure Zustimmung. Genau, wir wollen eine kleine Wortstudie machen. Das griechische Wort für den ersten Teil, wo es heißt, im Reich Gottes wird Gewalt angetan oder leidet Gewalt, ist biazo. Und da kommt man nicht drum herum, das ist einfach Gewalt. Du kannst das Griechisch eben nachlesen, studieren. Es bedeutet entweder, dir wird Gewalt angetan oder dem Reich Gottes wird Gewalt angetan oder es wendet Gewalt an. Kannst du es drehen und wenden, wie du es willst. Das ist natürlich schwierig. Das zweite ist praktisch, kommt von demselben Wort, bistai, biastai, gewalttätige Menschen. Also dieses gewalttätige Menschen reißen das Reich Gottes an sich, es meint wirklich gewalttätige Menschen. Und das ist schon ein bisschen schwierig zu verstehen, weil Jesus spricht ja davon, hey, wenn dich einer auf die Backe schlägt, dann halt ihm die andere Wange hin. Da ist nicht so viel Gewalt drin. Ja? Das ist eher so, hey, geh den Weg der Demut, ordne dich unter. Wenn einer sagt hier, geh eine Meile mit mir, dann geh zwei mit ihm. Da ist überhaupt nichts von, du sollst irgendwie kämpfen und stark sein und das an dich reißen. Wenn man jetzt die Kommentare durchliest, nächste Folie bitte, dann haben wir so verschiedene traditionelle Auslegungen und die eine ist, dass Jesus hier vielleicht von den Zeloten spricht. Zeloten, das waren diejenigen, die wollten mit Gewalt das Reich Gottes herbeibringen. Und einige von den Anführern, die haben gedacht, Mensch, ich bin der Messias und was wir jetzt machen, diese römische Bedrückung, die soll aufhören. Wir werden jetzt halt eine Revolte starten und wir werden einfach mit Gewalt das Reich Gottes hervorbringen. Gute Idee vielleicht, klappt aber auf keinen Fall, weil dann könnte jeder aus eigener Kraft irgendwie das Reich Gottes hervorbringen. Ja, macht irgendwie nicht so viel Sinn. Das zweite wäre vielleicht, dass Jesus meint, die Gegner, seine Gegner, die Pharisäer, Herodes, dass sie verhindern, sie tun dem Reich Gottes, was Jesus aufrichten will, Gewalt an, damit das Reich Gottes nicht kommen kann. Ist vielleicht ein Gedanke wert, richtig schlüssig ist es aber auch nicht, weil wenn wir davon ausgehen, dass Gott Gott ist und dass er ein Reich hat und dass sein Reich sich ausbreitet, wer will dagegen etwas tun? Welcher Mensch, welche Macht, welches Militär will dagegen etwas tun? Das Reich Gottes ist von Gott. Und wenn man die Bibel zusammenfassen will, kann man auf jeden Fall sagen, Gott ist Gott und der Mensch ist es nicht. Er ist Gott und niemand kann sein Reich stoppen. Kein Mensch, keine Macht, keine Atombombe, nichts kann sein Reich stoppen. Also macht auch nicht so wahnsinnig viel Sinn. Und deswegen gehen wir zum nächsten Punkt. Es wird total spannend, wenn wir uns den hebräischen Hintergrund anschauen. Und es gibt bei den Kirchenvätern eine Notiz, wo es heißt, das Matthäus-Evangelium wurde ursprünglich in Hebräisch geschrieben. Allgemein sagt man ja, es gibt eigentlich nur Handschriften von Matthäus-Evangelium, die auf Griechisch sind. Deswegen wäre das die Urform. Stimmt aber wahrscheinlich nicht. Man hat keinen hebräischen Text gefunden, aber eben diese Notiz, es wurde ursprünglich in Hebräisch geschrieben. Zweitens ist es so, dass wenn man vor allen Dingen Matthäus liest, da sind so viele Sachen drin, die typisch hebräisch sind, aber die in griechische Worte gepackt sind. Jetzt kann man hergehen und sagen, okay, wir übersetzen den griechischen Text zurück ins Hebräische und dann kommen wir zu anderen Wörtern. Wenn man das also ins Hebräische zurückübersetzt, was wahrscheinlich das ursprüngliche wäre, dann wäre das erste Paratz, Gewalt angetan. Also das ist das Wort, wo Gewalt angetan, also dem Reich Gottes wird Gewalt angetan oder das Reich Gottes leidet Gewalt. Das würde dann übersetzt mit Paratz und es bedeutet so viel wie eine Wand herunterreißen oder durchbrechen. Oder es wird zum Beispiel auch verwendet, wenn eine Frau ein Kind bekommt, das Kind bricht durch den Mutterleib durch. Das ist das Wort Paratz, was im Hebräischen verwendet wird. Genau, dann Porzim, für gewalttätige Männer würde Porzim stehen. Das kommt eben auch vom Paratz und ist eine Mehrzahl und es steht eigentlich für die Durchbrecher. Ja. Genau, und dann das letzte noch, Ohazim, an sich reißen. Das kann bedeuten,
nehmen, fangen, jagen oder auch besitzen. Genau, dann wollen wir uns einfach mal nochmal neu zusammensetzen. Nächste Folie bitte. Ich habe eine neue eigene Übersetzung kreiert. Aber von den Tagen Johannes des Täufers bis heute bricht sich das Himmelreich mit Macht die Bahn und die Durchbrecher besitzen es. Und das macht dann gleich schon viel mehr Sinn, vor allen Dingen, wenn wir noch ein kleines bisschen weiterhören. Von den Tagen des Johannes des Täufers bis heute bricht sich das Himmelreich mit Macht die Bahn. Dieses Wort Paratz wird im Alten Testament öfters mit diesem übersetzt mit Macht die Bahn brechen. Also es wäre eine legitime Auslegung davon. Und die Durchbrecher, könnte man sagen, die reißen es an sich oder eben sie besitzen es. Und ich glaube, besitzen macht viel mehr Sinn. Jetzt, wenn man sich zurück überlegt, okay, da ist Jesus, er ist Israelit, er ist ein Jude, er spricht Hebräisch zu den Leuten damals und er hat also nicht Griechisch gesprochen, sondern hat das Wort Paratz verwendet. Und die rabbinische Tradition ist so, dass die Rabbiner, wie er auch einer war, die haben gesprochen und immer wieder haben sie einfach Verse aus dem Alten Testament genommen, haben sie nur zum Teil angerissen oder sie haben bestimmte Worte verwendet, die im Alten Testament auch gebraucht wurden für einen bestimmten Abschnitt. Und wenn jetzt ein Jude das hört, das geht um Paratz, ja, das Himmelreich bricht mit Macht die Bahn und die Durchbrecher, was auch wieder vom Paratz kommt, die nehmen es in Besitz, denken sie sofort an, stimmt, Altes Testament, Micha 2, 12 bis 13. Habt ihr bestimmt auch alle gedacht, bin ich mir sicher, oder auch nicht. Genau, da ist die Verbindung zum Alten Testament und das wollen wir jetzt kurz uns anschauen. Da heißt es, und es ist auch wieder eine Prophetie für das messianische Reich, für das Reich der Himmel. Sammeln, ja sammeln will ich dich, ganz Jakob. Versammeln, ja versammeln werde ich den Rest Israels. Ich werde ihn zusammenbringen wie Schafe im Pferch, wie eine Herde mitten auf der Trift, sodass es von Menschen tosen wird. Herauf zieht der Durchbrecher vor ihnen her. Sie brechen durch und durchschreiten das Tor und gehen durch es hinaus. Und ihr König schreitet vor ihnen her und der Herr an ihrer Spitze. Wir lesen nochmal die Luther-Übersetzung. Ich will dich, Jakob, sammeln, ganz und gar. Und was übrig ist von Israel zusammenbringen. Ich will sie wie Schafe miteinander in einen festen Stall tun und wie eine Herde in ihre Hürden, dass es von Menschen dröhnen soll. Er wird als Durchbrecher vor ihnen heraufziehen. Sie werden durchbrechen und durchs Tor hinausziehen und der König wird vor ihnen hergehen und der Herr an ihrer Spitze. Soweit der Text aus Micha. Und jetzt wird es praktisch. Als allererstes möchte ich gerne mit euch diese Bibelstelle nachstellen. Ich bräuchte dazu nicht 3 Versuchskaninchen, sondern 3 Versuchsschafe. Mindestens 3, könnten auch 10 sein. Wer wäre denn ganz spontan bereit, ein Schaf für mich darzustellen? Okay, Sabine, Josie, Douglas, super, danke. Genau, kommt ihr nach vorne? Und zwar, genau, noch ein Versuchsschaf? Ja, okay. Ja, sehr gut. Je mehr Schafe, desto besser. Es sagt ja in der Bibel, oder es heißt ja allgemein, dass Schafe sehr dumm sind. Das glaube ich aber nicht, dass Jesus das damit gemeint hat, sondern ich glaube, Jesus verwendet das Bild oft von Schafen, weil sie die Stimme des Hirten hören und weil sie abhängig sind von ihrem Hirten. Ja, also ihr seid jetzt keine dummen Schafe, sondern kluge Schafe. Genau, so damals war es ja so, es war weit verbreitet, der Hirte hat die Herde geweidet, hat sie auf die grünen Auen gebracht und zu den frischen Wasserbächen, aber am Abend hatte sie besser zurückgebracht in eine Höhle, damit sie Schutz finden vor den bösen Wolf, vor den bösen Wolfen und Löwen und anderen Sachen. Und das heißt also,
Der Hirte hat geguckt, wo ist denn eine Höhle, wo die Schafe rein können, und dann sucht er eben, und sagen wir mal hier, da, das wäre die Höhle, ja? Also der Hirte kommt, holt seine ganzen Schafe ab, ihr dürft mir jetzt nachfolgen, und bringt sie in die Höhle hinein. Genau, sagen wir mal, die Höhle ist vom Schlagzeug bis zur Gitarre. Genau, das ist eine Felswand, kann man sich aber nicht anlehnen. Genau, sehr gut. So sind sie schon mal relativ gut geschützt. Aber der Hirte möchte ja auch mal schlafen, und damit die Schafe nicht plötzlich abhauen, das kann dir schon mal passieren, vor allen Dingen, wenn sie voller Abenteuerlust sind, wie so manche Ranger. Und deswegen sammelt der Hirte Steine, und weil ich ein starker Hirte bin, kann ich ganz viele Steine auf einmal tragen. Und vor den Eingang der Höhle baut er einen Wall auf. Also der ist eigentlich ein bisschen größer. Wunderbar, dankeschön. Und dann sind die Schafe richtig gut geschützt. Sie können schlummern. Genau. So. Genau, und ihr müsst euch das nicht schlafen lesen, das könnt ihr euch alle vorstellen. Vielleicht mal kurz ein Mäh. Ja, sehr gut. Okay. Also den Schafen geht's gut, sie sind beschützt vor den bösen Tieren. Und dann kommt wieder der Morgen. Und nachdem es ja sehr anstrengend war, das alles aufzubauen, fängt der Hirte jetzt nicht an, wieder alles abzubauen. Aber was er macht, er nimmt eine Stelle und er bricht durch diese Stelle durch und geht raus. Und dann stellt er sich auf die, ja, auf die Wiese und ruft die einzelnen Schafe raus. Also Douglas, komm raus, Josie, komm. Ja, und sie gehen, und je mehr, stopp, warte. Und je mehr die Schafe rauskommen und vielleicht versuchen sogar gemeinsam durchzugehen, weitet sich so der Durchbruch. Genau, das dürft ihr jetzt halt nochmal machen. So, gemeinsam, genau, ja. Okay, das sind sehr starke Schafe. Okay, kann man ganz herzlichen Applaus geben für meine Versuchsschafe. Also das ist ein reales Bild einfach aus der Bibel, was ganz typisch war. Das ist so, so haben die Hirten das gemacht. Zumindest, wenn sie so eine Höhle hatten. Es gibt verschiedene andere Arten, die haben vielleicht auch einen Stall gebaut und alles Mögliche. Aber es gibt halt einen Durchbruch oder eine Tür oder ein Tor. Und da geht der Hirte rein und raus und er nimmt die Schafe mit. Und im Johannesevangelium lesen wir auch eben, ich bin die Tür zu den Schafen. Das ist Jesus Christus. Ich bin die Tür. Ich bin der Weg. Ist eine, ja, steht auch in der Bibel, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist der Weg. Seine Schafe hören seine Stimme. So, was ist also eigentlich mit dieser Bibelstelle gemeint? Diese Höhle mit den Schafen, das ist die Welt. Jeder Mensch, der geboren wird, wird in der Welt geboren, er fällt in Sünde, er ist ein Sünder, er kann nichts tun. Die Verbindung mit Gott ist durch die Sünde getrennt. Das soll diese Steinmauer, in diesem Fall aus Pappkisten, darstellen. Er ist getrennt von Gott. Keiner kann zu Gott kommen. Dann kommt Jesus und er kommt aus dem Himmel auf die Erde und er bricht einmal durch, wird Mensch, lebt es vor und dann stirbt er für die ganze Schuld und Sünde der Menschen. Und mit seinem Tod und seiner Auferstehung durchbricht er die Trennung vom Menschen zu Gott. Oder anders ausgedrückt, durch seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung kommt das Reich Gottes in Realität.
Der Durchbruch ist geschaffen. Was vorher unmöglich war, wo es immer nur Prophezeiungen gab und wo Johannes der Täufer gesagt hat, der Messias kommt, das Reich Gottes ist da, tut Buße, ändert euch, kehrt um. Jesus kommt und er bricht dadurch und er ist der Erste, der durchgebrochen ist. Er ist der Erste, der tot war und wieder lebendig geworden ist. Er ist der Erste, der Sohn Gottes, den Titel als Sohn Gottes bekommt. Er ist er ist der Erbe, er ist der König, er zieht voran. Jetzt ist wichtig für uns zu wissen, dass nur weil jetzt da der Durchbruch da ist, was kein Mensch machen kann, sondern nur Gott, weil Gott ist derjenige, der das Unmögliche möglich macht, bedeutet auch lange nicht, dass alle Schafe, die hier drin sind, automatisch da rausgehen. Vielleicht sind Schafe doch dumm. Das eine ist eben, dass es ganz klar ist, Menschen müssen zuallererst von neuem geboren werden und wissen, ich bin ein Schaf Jesu Christi. Ich gehöre ihm. Er ist mein Hirte, er ist mein Herr. Und das Zweite ist aber, wenn du hier drin bist und weißt, Jesus Christus ist am Kreuz für mich gestorben, er hat alles für mich getragen, alle Schuld, alle Sünde, alle Krankheit, alle Bedrückung, jeder Fluch ist am Kreuz. Und dennoch, obwohl der Weg frei ist und du durchbrechen kannst in das Reich Gottes hinein, musst du es tun. Und es ist eine ganz, ganz leichte Sache. Jesus sagt auch, mein Joch ist nicht schwer, es ist leicht. Wenn das Ding hier zu wäre, da könntest du tun, was du willst. Keine Atombombe dieser Welt kann diese Mauer, die Trennung von Gott, niederreißen, zerstören. Kein Mensch, kein Militär, nichts. Niemand kann das, außer Gott. Und er hat den Durchbruch geschaffen. Und deine Aufgabe ist, relativ einfach. Du hörst auf die Stimme deines Meisters, deines Hirten, und er führt dich heraus. Er ruft dich bei Namen und du gehst raus und du kannst hineintreten, hineinbrechen, durchbrechen in das Reich Gottes hinein. Wollen wir das machen? So, manche sind ein bisschen unsicher, wie ist das denn? Aber das Reich Gottes ist schon da und bin ich nicht schon durchgebrochen? Und wo stehe ich jetzt eigentlich genau? Und das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Ich glaube, manchmal ist es so, dass Menschen hören von Jesus und sie haben sich wirklich bekehrt. Ne, der Ruf auch von Johannes des Täufers, das Reich Gottes ist da, ändere dein Leben, okay. Und sie sind wirklich gläubig, aber sind noch nie aus diesem System der Welt ausgestiegen. Letztes Mal hatten wir es in Galater, diese Elementen dieser Welt, die dir ein bestimmtes Weltbild vermitteln und einreden und man tritt dann nicht heraus, dann bist du zwar ein Schaf und du gehörst Jesus, aber du bleibst hier irgendwie drin. Und das ist es macht nicht so wahnsinnig viel Spaß, weil obwohl du errettet bist und erlöst bist, ist trotzdem, erlebst du das Reich Gottes nicht. Und da sind andere, die haben mal rausgeguckt, schön hier, cool, das Reich Gottes, was es da alles gibt. Und dann, das ist aber ganz schön, das ist aber freaky. Hier geht's aber ganz schön, ich weiß aber auch nicht. Nee. Ah, ich gehe lieber zurück, da kenne ich mich aus. Ja, so wie Sabine gerade vorhin gesagt hat, so in der Selbstmitleidsmentalität, da fühle ich mich wohl, da weiß ich, wie das alles funktioniert, aber jetzt da rauszugehen und dann plötzlich wirklich Gott zu vertrauen und ihm zu glauben und dann plötzlich ganz neue Wege gehen zu müssen, ich weiß nicht. Und dann sind es andere, die gehen da durch, die brechen durch, die sagen, hey, kommt alle mit. Und es kommen noch mehr und ist der Durchbruch erweitert sich und erweitert sich und erweitert sich und viele Menschen brechen hindurch. Aber es braucht einmal den Durchbrecher und dann immer noch Menschen, die den anderen wieder vorangehen und sagen, ich mache das noch ein bisschen breiter und ich mache das noch ein bisschen breiter. Ich mache den Durchgang noch ein bisschen breiter. Manchmal denke ich, es ist einfach auch so, dass wir in verschiedenen Bereichen unseres Lebens schon erleben, dass wir im Reich Gottes sind und in anderen Bereichen wiederum nicht. Und da wünsche ich mir einfach, dass wir als Gemeinde in allen Facetten des Reiches Gottes so richtig volle Kanne durchbrechen. Dass wir in jedem Bereich durchbrechen. Vielleicht ein anderes Bild. Ich habe ja vor einiger Zeit lange gepredigt über Josua. Josua steht dafür, das verheißene Land einzunehmen. Und ich glaube, das ist wieder so ein ähnliches Bild.
Israel ist in Gefangenschaft in Ägypten, es ist versklavt, dann kommt Mose, er holt sie raus. Und das ist eine Sache, ein Sinnbild für Jesus, er holt uns raus aus unserem Ägypten, er holt uns raus aus Schuld und Sünde, aus Gebundenheiten, aus Knechtschaft. Und dann geht es hinein ins verheißene Land und bevor sie da reinkommen, müssen sie durch den Jordan. Und da passiert wieder ein Wunder. Und sie hätten nicht in das verheißene Land reingehen können, ohne dass Gott auf wundersame Art und Weise sie durch den Jordan ziehen hat lassen. Dann sind sie in Gilgal, ihr erinnert euch vielleicht noch einige, die mit dabei waren, Beschneidung. Da wird der Bund mit Gott erneuert. Ja, das ist wirklich sagen, hey Gott, ich gebe dir mein Leben, ich vertraue es dir an, ich will mit dir gehen. Und dann geht es aber erst richtig los. Das sind alles nur die Vorbereitungen. Das hätten sie bis dahin nicht tun können. Sie hätten nicht durch den Jordan durchgehen können, hätten schon gar nicht aus Ägypten raus können, die hätten nicht durch den Jordan ins verheißene Land hineingehen können. Der Bund funktioniert auch nur mit Gott. Das kannst du nicht von dir aus machen. Ein Bund braucht immer zwei Personen. Aber dann geht es erst richtig los. Das verheißene Land ist da. Es ist das Land, wo Milch und wo Honig fließt. Es ist das Land, wo viele Städte schon aufgebaut sind und wo sie eigentlich hineinkommen in ein gemachtes Nest, könnte man sagen. Es ist wahnsinnig fruchtbar. Die Spione kamen ja zurück, von wo sie das Land ausspioniert haben und haben gesagt, es gibt gigantisch tolle, große Früchte. Es ist herrlich, es ist fantastisch. Aber die Riesen. Und genau da ist das Problem. Wir haben ein verheißenes Land, aber in diesem verheißenen Land, da sind einfach noch ein paar Riesen unterwegs. Und das ganze Land gehört rechtmäßig uns. Gehört rechtmäßig dir, wenn du dein Leben Jesus Christus gegeben hast. Was sagt, du bist jetzt Sohn, ja, du bist ein Erbe. Das gehört dir. Du darfst da drin wohnen, du darfst darin leben. Und alles, was in diesem Land ist, ist für dich, zu deiner Verwendung. Und nicht nur für deine Verwendung, sondern auch noch dafür da, dass du viele anderen Menschen davon abgeben kannst. Und du sollst im Überfluss leben. So sagt es das Wort Gottes. Aber was machen die? Josua ist derjenige, der sagt, hey komm, lass uns das Land erobern. Er zieht mit ihnen in den Kampf. Und dann passieren immer wieder verschiedene Sachen. Wir haben damals einmal gesprochen, zum Beispiel ein Mann hat nicht auf das gehört, was gesagt wurde, dass sie nichts nehmen dürfen von dem Besitz. Er nimmt es trotzdem. Schuld und Sünde lädt auf sich und das ganze Volk Gottes kann nicht weiter ins verheißene Land. Sünde trennt dich sofort, das Reich Gottes zu empfangen, darin zu leben, das für dich aktiv brauchbar zu machen, davon zu essen. Gott sei Dank haben wir Jesus. Und er ist am Kreuz dafür gestorben. Und du kannst umkehren zu Jesus und sagen, Gott, bitte vergib mir. Und du kannst sofort wieder hinein und sagen, ich bin immer noch Sohn. Und ich kann es wieder neu nehmen. Und dann gibt es aber auch immer wieder Situationen, wo sie einfach aufgehört haben, den Kampf zu kämpfen. Wo sie einfach gesagt haben, ach, es ist uns so anstrengend. Ach da, es gehört zu uns, aber das ganze Land da einnehmen. Und der ganze Stress. Und dann sind die Männer wieder so lang weg. Und oh nee. Lass uns einfach da sein und die anderen bleiben halt auch da. Ja, lebt mal halt so dahin. Und ich glaube, das ist vielleicht mit einer der größten Feinde in unserem eigenen Leben, dass wir uns eigentlich nicht ausstrecken nach dem Absoluten, nach dem Vollkommenen, was Jesus eigentlich für uns hat. Und ihr Lieben, da möchte ich mich selber und euch alle einfach ermutigen, uns ganz neu auszustrecken und sagen, Gott, ich will alles, was du für mich hast. Er hat nämlich am Kreuz mit seinem eigenen Leben dafür bezahlt. Wir haben gerade Abendmahl gefeiert. Und er hat das gemacht. Er ist den Tod gestorben mit all diesen Qualen. Er hat die ganze Schuld der Menschheit auf sich getragen und alle Krankheiten, jeden Fluch, alles hat er getragen. Er hat den Durchbruch geschaffen, damit wir durchgehen können. Und wenn wir dann sagen, naja, war ganz gut, aber weißt du, die Krankheit, die trage ich noch ein bisschen. Bist zwar dafür gestorben, hast für den Durchbruch, aber mei, ich hab's dir doch so gern oder was auch immer. Es sind so viele verschiedene Sachen. Hey, Jesus hat den ganzen Preis bezahlt und er hat sein Leben gegeben, damit wir in der Fülle leben. Ich bin gekommen, dass ihr Leben habt und es im Überfluss habt. Jesus ist nicht gekommen, gestorben, damit du irgendwie dein Leben so einigermaßen irgendwie um die Runden kriegst. Oder damit es irgendwie Hauptsache so ein bisschen funktioniert. Oder dass du dein eigenes Leben lebst und sagst, okay, Sonntag bin ich im Gottesdienst, höre mir eine gute Predigt an. Oder vielleicht nicht so eine gute Predigt, aber egal, ich bin einfach da, Hauptsache ich bin da.
Das ist nicht das, was Jesus für dich hat. Jesus ist gestorben, er ist durchgebrochen, damit du in der absoluten Fülle leben kannst. Und er möchte, dass du dein verheißenes Land einnimmst. Und es bedeutet, dass du stark und mutig sein musst. Hab keine Angst, fürchte dich nicht. Der Herr, dein Gott, er ist mit dir. Er geht dir voran, er ist der Durchbrecher. Er will, dass du alles, was es gibt, alle geistlichen Segnungen, jede Heilung, jede Freiung, dass du es in Anspruch nimmst, weil er hat dafür bezahlt. Mit seinem eigenen Leben. Leute, lasst uns da total durchbrechen. Lasst uns entschieden sein. Das haben wir vorhin gesungen. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Hey, wo ist denn Jesus hingegangen? In den Himmel. Wenn du ihm folgen willst, richte deine Augen nach oben, heißt es im Kolosser. Schau auf ihn. Was hat er für dich? Er hat für dich nicht so, naja, guckst du mal, dass du ein bisschen durchkommst. Nee, er hat die Fülle für dich. Und natürlich, ihr Lieben, es gibt immer wieder in unserem ganz normalen Alltag ganz verschiedene Situationen. Und manche sind schön und manche sind fürchterlich, manche sind schrecklich. Aber ihr Lieben, das ist doch nichts weiter als einfach ein Riese, der dir einreden will, das ist zwar dein verheißenes Land, aber eigentlich bin ich hier und du hast hier nichts zu suchen. Und die Frage ist, wem glaubst du? Glaubst du dem Riesen, der dir einreden will? Hey, du hast es noch nie geschafft und du wirst es noch nie schaffen und du wirst immer krank bleiben und du bist ein Versager? Oder willst du dich entscheiden, hey, mein Gott, mein Durchbrecher ist durchgebrochen und ich will ja auch ein Durchbrecher sein, ich will auch durchbrechen und ich will annehmen, empfangen, was er für mich hat. Dass du ein geliebter Sohn bist, dass du eine geliebte Tochter bist, dass er dich liebt, dass er für dich ist, dass er mit dir ist, dass er dich nie verlassen wird. Amen. Amen. Yes, genau. Das Königreich der Himmel gehört den Kindern. Und allen, die es so annehmen wie ein Kind. Und das müssen wir machen, oder? Schaut euch die Kinder an. Ich meine, ich habe es natürlich ganz leicht mit dem Joshua, aber das ist so einfach. Egal, was ich in der Hand habe, sei es ein Handy, sei es ein Laptop, sei es was zum Essen, er kommt und er will es einfach haben. Ist ihm total egal, ob das kaputt gehen könnte, ob es zu groß ist oder zu schwer. Meine Tasche will er tragen, alles will er haben. Und genau das, diese Einstellung brauchen wir auch. Hey, der Jesus hat es, der Papa hat es im Himmel. Ich will es auch haben. Vielleicht ein anderes Bild. Wer von euch ist verheiratet? Okay, also ein paar können sich damit identifizieren. Wer von euch hat geheiratet, um zu sagen, ja, ich hätte gern so, ich heirate diese Frau oder ich heirate meinen Partner, weil ich habe total Bock, ich möchte so eine mittelmäßige Ehe haben. Niemand, oder? Es macht niemand. Du heiratest, weil du sagst, hey, ich liebe meinen Partner und ich will den Himmel auf Erden erleben mit diesem Partner, in meinem Fall mit meiner Frau. Eine total tiefe innige Gemeinschaft, den besten Sex, eine Zukunft, die man gemeinsam aufbaut, wo man das Reich Gottes gemeinsam dient, was auch immer. Ja? Aber hey, man startet doch nicht um zu sagen, hey, ja, so richtig schön mittelmäßig, das wäre ganz cool. Oder vielleicht so immer so gerade noch, dass es so klappt. Hey, warum startet man doch nicht? Und genau dasselbe, hey, wie du zu Jesus Christus gekommen bist, er hat dich befreit von der ganzen Schuld und von dieser ganzen Last und von der ganzen Bedrückung, damit du durchbrechen kannst und damit du mithilfst, dass andere Schafe mit durchbrechen können. Du bist gestartet, um dich beschenken zu lassen von deinem Papa im Himmel. Und deswegen, ihr Lieben, lasst uns voll durchbrechen. Was vielleicht auch ganz, ganz wichtig ist, wenn wir Jesus nachfolgen, dann sind wir ganz nah bei Jesus dran, oder? Richtig? Wenn du Jesus nachfolgst, dann bist du ganz nah bei ihm dran. Und das ist das, was wir unbedingt brauchen, wenn wir da durchbrechen und da drin bleiben wollen im Reich Gottes. Wir müssen ganz konsequent Jesus nachfolgen. Das Reich Gottes ist kein Automatismus, in dem ich sage, okay, Jesus Christus ist am Kreuz für mich gestorben, ich bin durchgebrochen und dann kann ich mein Leben leben, wie ich will. Das funktioniert nicht. Sondern es ist gekoppelt, alles in deinem Leben, an die Beziehung zu Jesus Christus. Und alles, was in deinem Leben passiert, sei es gut oder sei es negativ, sei es Probleme, sei es Schwierigkeiten, es ist alles verbunden mit deiner Beziehung zu Jesus Christus. Und jedem Umstand, den du begegnest, sei es außerhalb von dir oder sei es in dir,
bist du aufgerufen, das durch die Nachfolge und in der Beziehung zu Jesus Christus zu lösen. Wir wollen uns vielleicht nochmal einfach, ich habe sie genannt, die 5G anschauen, einfach die 5G der Nachfolge. Das eine ist Gottes Wort. Wir müssen im Wort Gottes wirklich verwurzelt sein. Da müssen wir drin sein. Ja, und wenn ich rede von du musst, damit meine ich nicht einen Druck, sondern lass es tief in dir verwurzelt sein, weil er alles für dich gemacht hat. Das Joch, was du zu tragen hast, hey, es ist leicht, es ist nicht schwer. Wenn du irgendwie merkst, es kommt irgendwann eine Schwere auf dich, kannst du sagen, Halleluja, danke, Heiliger Geist, diese Schwere ist nicht von dir. Sondern es ist eine Leichtigkeit, mit der Jesus dich hineinführt. Aber er will dich hineinführen in die Tiefe des Wortes Gottes. Vielleicht den einen Bibelvers aus Johannes dazu. Johannes 8, Vers 31 und 32. Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wenn wir in seinem Wort bleiben. Johannes 15, der Weinstock, ich in euch und ihr in mir und wenn ihr in meinem Wort bleibt dann betet, es geht um Gemeinschaft, es geht um Beziehung. Jesus Christus ist das Wort. Wie bleiben wir in Jesus, indem wir im Wort Gottes bleiben? Und es ist nicht nur in unserem Kopf, sondern es geht darum, dass das Wort Gottes in unserem Herzen lebendig wird und es ist Gottes Leben. Ja? Das Wort Gottes soll in unserem Leben Fleisch werden, das heißt real werden, sich ausdrücken. Genau, zurück zu den 5G bitte. Dann Gebet. Wir bleiben dran. Wir sind Jünger Jesu, indem wir im Gebet dranbleiben. Gebet zu ihm, die Beziehung zu ihm, aber auch für andere Menschen, für sein Reich. Ja, wir haben die Hausaufgabe bekommen, zu beten. Herr, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Im Gebet empfängst du, wie du vielleicht den nächsten Riesen in deinem Leben niederkicken kannst. Und das ist doch, wozu die Riesen da sind. Die sind doch nicht dazu da, dass du gehindert wirst am Reich Gottes, da völlig reinzugehen, sondern die Riesen sind dazu da, damit du eine hammermäßige Story, so wie Sabine heute, erzählen kannst, was Gott in deinem Leben gemacht hat und wie der Riese in deinem Leben verschwunden ist, besiegt wurde, nicht mehr existent ist. Es gibt eine Stelle bei dem Psalmen, die finde ich so genial. Da heißt es, der Sieg Gottes wird so glorreich sein, dass nicht mal ein Andenken von den Feinden übrig bleibt. Nichts mehr wird da sein vom Feind. Und ich glaube, das ist eine Verheißung auch für uns. Wenn wir hineinbrechen, hineindrücken in das Reich Gottes und da drin leben, alle Feinde unseres Lebens, auch die inneren, es wird zum Punkt kommen, wo wir nicht einmal mehr noch, wo es nicht mal eine Erinnerung dran gibt, dass es die mal gab, weil sie so ausgelöscht sind. Und weil das Neue, was wir empfangen von Gott, so herrlich ist und völlig dominiert. Und ich glaube zutiefst, dass wenn eine Person zum Beispiel in Abhängigkeit drin ist, zum Beispiel Alkoholsucht, das heißt immer, ja, wenn du einmal alkoholsüchtig bist, bist du immer alkoholsüchtig. Nicht bei Gott. Nicht bei Gott. Weil wenn du da durchbrichst und es empfangen nimmst, was er für dich hat im Reich Gottes, der Sieg Jesu ist so gewaltig, der wird nicht einmal noch ein Andenken sein, dass du das Problem mal hattest. Er nimmt dich da vollkommen raus. Er macht eine völlig neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Alles ist neu. Es ist ein Prozess und da muss man Entscheidungen gehen und da muss man einen Weg gehen. Manchmal macht Gott es so, aber oft ist es ein Prozess und es sind Riesen und Gott gebraucht die, um dich zu stärken. Wir haben das vorhin proklamiert in den Nöten. Wir sollen uns freuen. Warum? Weil Gott in dieser Not mit dir drin ist und dir zeigt, ich bin der Herr, dein Gott, der dich herausholt und der dir den Sieg schenkt. Deswegen darfst du dich freuen. Du freust dich nicht über, weil es dir jetzt gerade schlecht geht, sondern weil du weißt, in dieser Not, Halleluja, Gott ist da und er wird mich da rausholen. Das heißt, das nächste Mal, wenn irgendwo eine Not ist, irgendein Problem, dann kannst du sagen, hey Gott, ich bin so gespannt. Ich freue mich so richtig. Ich weiß nicht, wie du das Problem lösen wirst, aber ich weiß, du machst es mit mir. Hammer. Okay, Gehorsam. Jüngerschaft ohne Gehorsam ist keine Jüngerschaft. Du kannst so viele Jüngerschaftskurse besuchen, wie du willst. Im Internet findest du Online-Seminare ohne Ende über das Wort Gottes. Das kannst du alles machen. Dein Kopf kann riesengroß sein, aber ohne, dass du gehorsam bist und den Schritt tust, was Jesus möchte, du tust, bist du kein Jünger. Kannst du völlig vergessen. Jünger sind diejenigen, die tun, was Jesus ihnen sagt. Jünger sind diejenigen, die tun, was das Wort Gottes lehrt. Das sind die Jünger Jesu.
Es gibt einmal die Stelle, wo es heißt, Jesus lehrt, das ganze Haus ist voll und dann sagt er, hey, deine Mutter und deine Geschwister sind draußen, die wollen mit dir reden. Und Jesus sagt einfach nur, hey, wer ist meine Mutter, wer sind meine Geschwister? Das sind die, die das Wort Gottes tun. Gehorsam. Gemeinschaft, das Jünger-Dasein ist keine Sache, die man alleine für sich macht, sondern was macht man in Gemeinschaft. Man ist eingebunden in eine Gemeinde, mit anderen Leuten, mit Freunden, in der Hausgruppe. Hausgruppe ist so wichtig. Da passiert Jüngerschaft. Da ist es, wo du von den anderen erzählst, hey, was bewegt dich? Wo ist dein verheißtes Land? Wo ist vielleicht der Riese? Da betet ihr zusammen. Da geht ihr vielleicht ins Wort Gottes rein und guckt, hey, was sagt Gott zu diesem Riesen? Was sagt Gott zu mir? Wer bin ich? Wie können wir diesen Riesen erlegen? Und da kämpfst du in Gemeinschaft. Deswegen ist es so wichtig, wenn du noch keine Hausgruppe hast, besorg dir eine oder starte eine. Dann redest du mit Joachim vorher. Aber irgendwo muss Jüngerschaft ganz konkret werden. Das bedeutet auch in einer Gemeinschaft mit anderen Leuten, wo du dein Herz öffnest, wo man gemeinsam kämpft und steht. Und dann die Gegenwart Gottes. Jünger sein ohne Gegenwart Gottes ist so trocken, dass du wahrscheinlich irgendwann sagst, ich gehe zurück in den Stall. Wir brauchen die Gegenwart Gottes in unserem Leben. Und wie geschieht es? Wir treten in die Gegenwart Gottes durch Lobpreis, durch Danksagung, durch Anbetung. Deswegen ist Anbetung und Lobpreis so ein absolut wichtiger, zentraler Teil im Gottesdienst. Aber wenn du ein Jünger Jesus sein möchtest, dann ist auch wichtig, dass Lobpreis und Anbetung und Danksagung ein Teil deines Lebens ist. Am Montag und am Dienstag und am Mittwoch und am Donnerstag und am Freitag und am Samstag. Am Sonntag ja sowieso, da machen wir es alle gemeinsam mit einer tollen Band und aber du brauchst die Gegenwart Gottes. Und egal, ob du sie spürst oder nicht spürst, manche nehmen es sehr stark wahr, manche nehmen es nicht so stark wahr, aber du musst da reingehen durch Anbetung und Lobpreis. Das kommt nicht automatisch, weil Gott gesagt hat, wie es funktioniert. Jesus ist durchgebrochen, er ist alles da, aber du selbst musst mit deinem Mund öffnen und mit deinem Herzen zusammen Gott anbeten, ihm Lob bringen und Danke sagen. Da kommt die Gegenwart Gottes. Und deswegen, ihr Lieben, deswegen lasst uns noch mehr Lobpreis machen. Lasst uns noch mehr anbeten, weil wir sind Jünger Jesu, oder? Wir wollen seine Herrlichkeit, wir wollen seine Gegenwart. Wir wollen, dass sein Reich sich ausbreitet. Und ich glaube, das Allerheftigste, was du machen kannst, wenn du dem Teufel mal so richtig eins von Latz knallen willst und du hast das Riesenproblem in deinem Leben und du fängst einfach an, Gott anzubeten. Das ist, glaube ich, eine der stärksten Waffen, die du überhaupt hast. Wenn vielleicht alles in dir schreit, so, oh, ich habe hier so ein Riesenproblem und ich weiß nicht, und meine Familie bricht auseinander oder meine Kinder gehen völlig falsche Wege oder was auch immer. Und trotzdem sagst du, nein, und ich werde meinen Herrn, meinen Durchbrecher, meinen Hirten, meinen König, ich werde ihn anbeten. Und das ist ein Kampf, ihr Lieben. Das ist ein Kampf. Das ist nicht einfach so. Es kommt nicht vom Himmel, dass du plötzlich sagst, oh, ich habe so eine Freude, ich möchte jetzt Jesus anbeten. Nein, das ist hart und es ist schwer. Aber deswegen bist du ein Jünger Jesu. Und deswegen kannst du deinen Mund auftun und Lob und Danksagen opfern. Und dann kannst du mal gucken, was passiert. Gott ist ein Gott, der kommt nie zu spät. Gott ist ein Gott, der ist ein Durchbrecher und er bricht in diese Situation auch hindurch. Deswegen nennt man ihn den Durchbrecher. Wisst ihr, warum man Jesus den Durchbrecher nennt? Er ist ein Nachkomme von Peres. Und Peres ist der Durchbrecher. Der hat ja noch einen Sohn, die waren beide gemeinsam im Bauch. Und der Peres hat zuerst seine Hand rausgestreckt. Er hat als erstes durchgebrochen, da hat er den Namen Peres. Und in der jüdischen Überlieferung, da wird eben der Messias auch genannt, Sohn des Peres, Sohn des Durchbrechers. Jesus Christus ist unser Durchbrecher. Jesus Christus ist dein Durchbrecher. Dass du hineinkommst in das Reich Gottes und dass du auch in welcher Situation du auch immer dich befindest oder dich in Zukunft befinden wirst. Er ist da, um in deiner Situation durchzubrechen. Und du darfst auch durchbrechen. Und du sollst durchbrechen. Ich empfinde sogar sagen zu müssen, ihr sollt alle durchbrechen. Du musst durchbrechen. Herr, der Preis ist bezahlt. Lasst uns da gemeinsam hineindrücken, hineinpressen.
Und wirklich, ihr Lieben, es ist nicht so, wir haben es am Anfang gesagt, diese anderen Übersetzungen, wir können das Reich Gottes mit Gewalt nicht hervorbringen. Aber Jesus hat mit Macht die Bahn gebrochen, aber durchgehen musst du selber. Das ist deine Verantwortung. Auch zum Beispiel der Pastor Heinrich oder ich, wir werden dich da nicht durchtragen. Das machen wir nicht, es geht auch gar nicht. Aber was wir dir sagen, hey, Jesus Christus hat alles getan für dich, das Reich Gottes ist da. Guck mal nach, was in deinem Kopf drin ist. Bist du in einer Denkweise, die hier drin ist? Ja, letztes Mal hat Jesus schön gesagt, Mangeldenken oder bist du in der Fülle? Das ist ein völliger Unterschied. Deswegen lass uns da durchbrechen. Das hat ganz viel damit zu tun. Der echte Kampf, der stattfindet, ist vor allen Dingen hier oben, zwischen deinen Ohrwascheln. Und das hat ganz viel damit zu tun, das Wort Gottes zu lesen, zu glauben und danach zu handeln, auch wenn man es vielleicht noch nicht sieht. Aber das ist Jüngerschaft. Du folgst ihm in Vertrauen, weil du seine Stimme hörst. Und es gibt auch eine Warnung. Jesus sagt auch, Matthäus 7, zu einigen Leuten, ich kenne euch nicht. Und sie sagen, hey, aber wir haben doch Dämonen ausgetrieben und haben doch das gemacht und das gemacht. Ja, aber ich kenne euch nicht. Weil es geht immer um die Beziehung. Es geht um die Beziehung. Es ist die Beziehung zu Jesus. Es ist die Beziehung zu Jesus, die dich in allen Nöten hilft. Es ist die Beziehung zu Jesus, die dich durchbrechen lässt. Es ist die Beziehung zu Jesus, die dich zum Jünger Jesu macht. Es ist die Beziehung zu Jesus, die auch deine Freude sein soll. Und das, was dich antreibt, jeden Morgen die Augen aufzuschlagen, sagen, hey, danke, Jesus. Danke, dass du da bist. Danke, dass ich mit dir diesen Tag gehen darf. Es ist nicht irgendeine geistliche Dimension, wo wir hineinkommen und dann haben wir es irgendwie geschafft, sondern es ist immer die Beziehung zu Jesus Christus. Je näher du an Jesus Christus dran bist, desto mehr wirst du erleben, dass das Reich Gottes sich mehr und mehr ausbreitet in deinem Leben und durch dein Leben, durch die Menschen. Halleluja.